Ich bin gerade in der letzten Phase der Erstellung einer sehr einfachen Visitenkarte. Für ein einheitliches Aussehen in meinem Projekt benutze ich Objektstile. Um mehr über Objektstile zu erfahren, sehen Sie sich das vorherige Video mit Objektstilen arbeiten an. Ich werde diesen Powerclip-Rahmen auswählen und dann auf die Tastatur die Umschalttaste gedrückt halten, um zusätzlich die Hintergrundkarte zu wählen. Dann drücke ich C auf der Tastatur und jetzt werden das Rechteck und der Kartenhintergrund zentriert ausgerichtet. Ich gehe jetzt zu Fenster, Andockfenster und öffne die Ablage. Ich habe hier ein neues Logo hinzugefügt. Obwohl dieses Logo zu den anderen in der Form identisch ist, ist es ein Vektorbild. Das bedeutet, dass wir es tatsächlich mit einer von uns gewünschten Farbe füllen können. Also werde ich auf das Logo klicken und es per Drag und Drop in den Powerclip-Behälter hineinziehen. Ich schließe wieder die Ablage und alles, was ich jetzt tun werde, ist Inhalt proportional anpassen zu wählen. Jetzt möchte ich die Farbe der Fische und die Zahl 7 ändern. Nach einem Doppelklick sehe ich, dass dies eine Gruppe von Objekten ist. Um ein einzelnes Objekt aus einer Gruppe von Objekten auszuwählen, halten Sie die Finger auf die Steuerungstaste und wählen Sie das gewünschte Objekt. Ich werde es jetzt mit dieser lila Farbe hier füllen. Und mit dem Finger wieder auf die Steuerungstaste wähle ich jetzt die Nummer 7. Und ich werde diese mit der nächsten Farbe hier füllen, eine dunklere Version des gleichen Farbtons. Dann klicke ich auf Inhaltsbearbeitung beenden. Ich werde alle Objekte hier unten markieren, dann auf R drücken, um alle Objekte rechts auszurichten. Ich sorge dafür, dass meine Ausrichtungshilfslinien aktiv sind. Und jetzt werde ich alles an dem Rand des Rechtecks ausrichten. Einfach klicken und ziehen und an dem Rand ausrichten. Schließlich wähle ich das Rechteck und mit einem rechten Mausklick entferne ich die Umrissfarbe von dem Powerclip-Rahmen. Dies ist das Visitenkartendesign, das wir in diesem Video benutzen werden. Jetzt möchte ich drei Duplikate herstellen. Ich werde alles auswählen und mit STRG C und dann STRG V zum Einfügen alles wieder hineinkopieren. Mit gedrückter Steuerungstaste werde ich einfach alles nach rechts bewegen. Ich werde vielleicht zuerst etwas hinauszoomen, vielleicht auf 30%. So, gedruckte Steuerungstaste. Vielleicht noch etwas mehr. Und ich wiederhole das nochmal mit STRG C und STRG V. Und noch einmal mit gedruckte Steuerungstaste werde ich einfach diese Kopie hier nach links verschieben. Wenn ich mit gedruckter Steuerungstaste arbeite, kann ich die Objekte exakt horizontal verschieben, ohne dass sie schräg nach oben oder nach unten ausbrechen. Jetzt werde ich die Ausrichtungshilfslinien und die Layout-Symbolleiste schließen. Man kann an dieser Stelle speichern, so dass man einen Bezugspunkt hat. Und schließlich werde ich auf Extras und Farbstile klicken, so dass das Andockfenster Farbstile geöffnet wird. Lesen Sie den Text auf der unteren Hälfte der größeren grauen Fläche, wo es heißt, hierher ziehen, um Farbstil hinzuzufügen und Harmonie zu erzeugen. Das heißt, wenn ich die gesamte Visitenkarte mit all ihren Komponenten auswähle
Und dann durch Klicken auf den Farbharmoniebereich ziehe, sammelt CorelDRAW automatisch Farben von ähnlichen Farbtönen und wertet und entscheidet, wie viele Farbgruppen daraus zu erstellen sind. Und das sind die drei Gruppen, die wir hier sehen können. Man kann die Anzahl der Gruppe erhöhen, indem man den Schieberegler nach rechts bewegt. Für wenige Gruppen bewegen Sie den Schieberegler nach links. Welche dieser Optionen selektiert werden, hängt natürlich davon ab, wie viele Farben und wie viele Harmoniegruppen erstellt wurden. Wenn ich nur Objektumriss wähle, und da gibt es nur einen Umriss, sehe ich hier nur eine Farbe. Wenn ich Objektfüllung wähle, dann sieht man alle anderen Farben, außer natürlich der Umrissfarbe. Ich möchte sowohl Füllung und Umriss haben und ich möchte zwei Gruppen haben. Ein kurzer Hinweis. Wenn Sie mit CMYK oder RGB arbeiten oder in welchem Farbraum auch immer Sie gerade arbeiten, falls Sie Alternativfarben im Design verwenden, zum Beispiel eine Schmuckfarbe, dann ist der einzige Weg, eine solche Farbe innerhalb des Harmoniebereichs funktionieren zu lassen, die Schmuckfarbe in eine CMYK-Farbe zu konvertieren. Oder wenn Sie in RGB-Farbraum arbeiten, die Schmuckfarbe in RGB zu konvertieren. Der springende Punkt jedoch ist dies. Wann immer Sie ein Dokument mit Schmuckfarben erstellen, ist es sehr wichtig, die Integrität dieser Schmuckfarbe in Ihrem Design zu erhalten. Umwandlung in CMYK oder RGB bedeutet aber, dass Sie diesen absoluten Wert verlieren und es wird nicht möglich sein, zu einem späteren Zeitpunkt diese Werte wiederherzustellen. Dies ist zu bedenken, bevor man entscheidet, eine Schmuckfarbe zu konvertieren, um sie für die Harmoniebereiche zu nutzen. In diesem Projekt habe ich keinen anderen Farbtypen, also werde ich einfach auf OK klicken. Und hier können wir jetzt die beiden Farbgruppen sehen, die automatisch erstellt worden sind. Ich werde zunächst den ersten Harmonie-Ordner wählen. Dieser enthält aber nur die Farbe Weiß. Hier unten in Harmonie-Editor können Sie einen Auswahlring und eine weiße Farbe sehen. Wenn ich den zweiten Harmonie-Ordner wähle, dann erscheinen vier Farben und vier Auswahlringe. Nun fangen wir mit Blick auf eine einzige Farbe und einen Farbauswahlring an. Indem man diesen Ring auswählt und rund um das Harmonierad bewegt, sieht man sofort eine Aktualisierung auf dem Bildschirm. Sie werden bemerken, dass die Farbe sowohl in dem Ordner als auch auf dem Bildschirm wechselt. Wenn Sie sich erinnern, als ich alles in den Harmoniebereich hineingezogen habe, war die Textfarbe weiß. Deshalb gibt es eine direkte Verknüpfung zu diesem Farbfeld. Egal in welche Farbe oder mit welcher Methode ich das ändere, die Farbe wird immer auf dem Bildschirm und hier aktualisiert. Ein wenig weiter unten sehen Sie den Sättigungsregler. Es lohnt sich, hiermit zu experimentieren, weil das Ergebnis auch davon stark beeinflusst wird. Verschieben Sie den Regler ganz nach rechts, um die präzise Position des Auswahlrings genau sehen zu können. Verschieben Sie es ein wenig zurück, um eine dunklere und wenig gesättigte Farbe zu erhalten. Noch weiter unten sehen Sie den Farbeditor mit einigen vertrauten Werkzeugen für die Bearbeitung von Farbstilen. Zum Beispiel könnte ich mit der Pipette eine Farbprobe aus einer beliebigen Stelle innerhalb meines Projektes nehmen. Ich kann sogar mit der Pipette eine Farbe aus dem Farbmischer entnehmen. Sie können auch
die bekannten CMYK-Farbregler oder die Farbansichten öffnen. Oder Sie geben per Hand einen Wert ein. Das werde ich jetzt tun, damit ich zur Farbe Weiß zurückkehre. Nun zurück zum zweiten Ordner. Da hier nun vier Farben in dieser Farbgruppe sind, sind auch vier Farbauswahlringe vorhanden. Ein Auswahlring ist aktiv, wenn er einen äußeren weißen Rand hat, einen weißen Kreis um den Ring herum. Da all diese nun ausgewählt sind, kann ich einfach ziehen und alle zur gleichen Zeit bewegen. Um nur eins zu wählen, klicken Sie entweder auf eine Farbe oder wählen Sie den Auswahlring selbst. Um mehrere zu selektieren, halten Sie die Finger auf die Umschalttaste und wählen Sie dann zusätzliche Farben. Oder Sie können das Gleiche tun, indem Sie direkt auf die Auswahlringe klicken. Klicken Shift-Taste und nochmal klicken. Nun, wenn Sie im Farbkreis bewegen, werden alle Ausgewählten gleichzeitig bewegt. Ich möchte jetzt die purpurne Hintergrundfarbe ändern. Also ich werde diese Farbe anklicken und weiß, dass dies dementsprechend der dazu passende Auswahlring sein muss. Ich bewege diesen Ring jetzt zu einer mehr herbstlichen Farbe. Gleichzeitig werde ich die Sättigung ein wenig erhöhen. Jetzt werden wir die Farben bei den Fischen und die Zahl 7 ändern. Aber ich möchte die Farbtonbeziehung, die zwischen diesen beiden Farben existiert, beibehalten. Mit gedruckter Umschalttaste habe ich diese beiden Farben gewählt und ziehen Sie jetzt hinüber in diesen orangenen Bereich. Das passt nun gut zu dem herbstlichen Ton, den ich hier suche. Um die Farben ein wenig mehr individuell zu verändern, wählen Sie einfach nur eine Farbe und ziehen diese dann auf den Bereich, den Sie erreichen wollen. Und das schaut jetzt richtig gut aus. Zum Schluss sehe ich, dass dieses Blau nicht wirklich gut aussieht. Darum wähle ich es hier aus und ziehe stattdessen in einem grünen Bereich. Und so habe ich jetzt ein ziemlich gut aussehendes Sortiment von herbstlichen Farben erreicht. Nun, wenn ich außerhalb von allen Auswahlringen klicke, sind sie jetzt alle ausgewählt. Jetzt kann ich per Klicken und Ziehen alle Ringe gleichzeitig bewegen. Jedoch behalten Sie dabei das Farbverhältnis zueinander. Und das ist eine sehr gute Methode, um durch die Harmoniekreis zu bewegen und ganze Kombinationen von Farben, die Sie sich womöglich nicht einmal vorstellen konnten, sehen zu können. Sie können auch nach innen und nach außen bewegen, um verschiedene Looks und Effekte zu kreieren. Was für eine großartige Möglichkeit für einen Kunden, allerlei verschiedene Farbkombinationen zu demonstrieren. Eine weitere Möglichkeit, um Farbharmoniegruppen zu erstellen, ist, einzelne Objekte auszuwählen. Wenn ich diese Linie hier wähle und dann mit gedruckter Umschalttaste diesen Hintergrund mit auswähle, kann ich jetzt rechtsklicken und nach Farbstile neu aus Auswahl gehen. Hier habe ich meine beiden Farben. Ich belasse es bei Füllung und Umriss und ich möchte nur eine Harmoniegruppe haben. Ich werde jetzt das Gleiche mit den Fischen tun. Farbstile neu aus Auswahl,
Ausfüllung und Umriss. Okay. Und jetzt habe ich zwei neue Harmoniegruppen. Nun aufpassen. Wenn ich die erste Gruppe wähle, kann ich die Hintergrund- und Linienfarbe ändern. Ich wähle nun die andere Gruppe und kann jetzt ebenfalls die Farbe ändern. Und das ist wirklich ein schneller Weg, auf neue Farbideen zu kommen. Und wie ich vorhin sagte, Sie werden aufregende Farbkombinationen erstellen können, an denen Sie so vorher nie gedacht haben. Genauso einfach, wie Sie gesehen haben, Farben zu ändern und Farbgruppen zu erstellen, können Sie auch die Verbindung zwischen einer Farbe und einer Farbgruppe wieder unterbrechen. Zum Beispiel, wenn ich auf den Fisch mit der rechten Maustaste klicke und wähle Farbstil, Verknüpfung zu Farbstilen unterbrechen, wenn ich die Farbe jetzt verschiebe, bleiben die Fische jetzt unverändert. Und es wird immer wieder Situationen ergeben, wo Sie die Verknüpfung werden aufheben müssen. Ich werde noch einige Farbstile zu diesem oberen Bereich hinzufügen. Es gibt ein paar verschiedene Wege, dies zu tun. Ich kann eine Farbe aus der Farbpalette hier hinziehen. Oder ich kann per Drag and Drop ein Objekt aus meinem Design hier im oberen Fenster ziehen. Und das wird ebenfalls weitere Farbstile hinzufügen. Ich kann auch auf das neue Farbstilsymbol klicken und im Untermenü Neue Farbstil wählen. Standardmäßig wird der neue Stil zuerst als rot dargestellt. Jetzt kann ich den Farbauswahlring durch die verschiedenen Farbtöne bewegen, bis ich eine passende Farbe finde. Oder ich kann einen bestimmten Wert manuell eingeben, zum Beispiel 62, Tab 0, Tab 22 und dann auf die Eingabetaste drücken. Es ist eine Aquablaufarbe. Jetzt werde ich einen leeren Farbharmonieordner erstellen. Ich klicke wieder und wähle Neue Farbharmonie. Zuerst enthält der Farbharmonieordner keine Farben. Jetzt kann ich eine Farbe suchen und einfach in den Ordner ablegen. Sie können sogar den Farbbereich dieses Ordners erweitern und Farbverläufe hinzufügen. Wählen Sie einfach die Neue Farbharmonie-Option und dann Neuer Verlauf. In dem Dialogfeld Neuer Verlauf haben wir eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten. Dies sind die Farben, die dem Ordner hinzugefügt werden, wenn ich auf OK klicke. Ich kann natürlich die Anzahl der Farben erhöhen oder verringern. Schattenähnlichkeit bedeutet, dass je höher die Zahl, umso größer die Ähnlichkeit zwischen die Farbtöne ausfällt. Hier gibt es nur sehr wenig Unterschied zwischen den Farben. Je niedriger der Schattenähnlichkeitswert, desto größer ist die Farbdifferenz zwischen jedem Schatten. Wir bleiben vorerst bei einem Wert von 5. Hellere Schattierungen ergeben zartere Farben. Dunklere Schatten ergeben dunklere, kräftigere Farben. Beide ist eine Kombination von helleren und dunkleren Farbtönen und es kann sehr günstig sein, mit einer Farbkombination zu arbeiten, weil man dann immer eine Reihe von kontrastierenden Farben enthält, die gut zueinander passen werden. Ich bleibe bei den helleren Farbtönen und klicke auf OK. Alle Farben sind jetzt in unserem Ordner hinzugefügt worden. Außerdem sehen wir die zugehörigen Farbauswahlringe. Weil wir einen perfekten Verlauf erzeugt haben, sind diese Ringe hintereinander in eine gerade Linie von fast weiß
bis hin zu der Aquablaufarbe. Um eine der Farben in dieser Harmoniegruppe mit einem Objekt zu verknüpfen, klicken Sie einfach auf die gewünschte Farbe und ziehen Sie auf das Objekt. Also werde ich diese Farbe auf die Zahl 7 ziehen und auf diese Linie. Und ich werde einen etwas helleren Farbton für diesen Fisch wählen. Viele der Farben hier wurden ausgewählt und benutzt, aber ich sehe, dass es weiterhin eine Reihe von Farben gibt, die ungenutzt sind. Der beste Weg, sie zu finden und markieren, ist auf Unbenutzte auswählen zu klicken. Ich brauche dann nur noch auf Löschen zu klicken. Übrig bleiben dann nur die Farben, mit denen ich während meines gesamten Projekts arbeiten möchte. Ich werde diese Harmonie-Ordner auswählen und wie vorhin werde ich einfach ein wenig drehen. Damit wir sehen können, wie sich einiges ändert. Es ist wirklich so einfach, Farben zu verändern und wirklich interessante Farbkombinationen zu erreichen. Wie Sie in dem vorherigen Video Objektstile gelernt haben, kann es sehr wertvoll sein und zeitsparend für zukünftige Projekte, die fertige Arbeiten an Stilen zu exportieren. Sie können alle Farbstile, Objektstile und so weiter in einem Stylesheet exportieren. Also werde ich hier klicken und im Export-Dialogfenster werde ich einfach das Stylesheet Farbstile nennen, damit ich weiß, worum es sich handelt, und dann auf Exportieren klicken. Damit gelangt man zum gleichen Dialogfeld wie zuvor für den Export von Objektstilen. Aber dieses Mal will ich nur Farbstile als Option mitspeichern. Klicken wir auf OK. Sollten Sie diese Stile an einem anderen Designer weitergeben wollen oder um Ihr Projekt zu erweitern, diese Farbe mit einbeziehen wollen, brauchen Sie nur Ihr Stylesheet wieder zu importieren und die Arbeit kann weitergehen. Eine enorme Zeitgewinn.